ja, ihr seht schon, ne? Mit ein bisschen Zeit kann man da schon was Ordentliches zaubern. Ich meine, das ist jetzt nicht so toll geworden. Aber ich meine, ihr seht, was damit möglich ist. Also ich finde, das sieht aus wie von Natur gemacht. Jetzt habe ich da noch ein paar Bäume gepflanzt und alles. Und ich finde es okay. Natürlich ist jetzt das Problem, dass Voxels Life wirklich komplex ist und ich mir das jetzt nicht richtig angesehen habe. Und ja, sicherlich ist da mehr zu machen. Aber mit World Edit ja, kann ich das alles ein bisschen besser und da sind die Befehle auch ein bisschen einfacher. Also wer wirklich Zeit hat, ne, der kann natürlich jetzt sich an Voxel Sniper machen. Ist natürlich auch wirklich ein geiles Plugin. Aber World Edit bleibt immer mein Favorit in solchen Dingen. Ja. Wenn euch dieses Zeitraffer-Video gefallen hat, ne, dann kann ich ja mal eins machen, wie ich so eine Berge mit World Edit machen kann. So machen, ja. Und ich sag euch dann auch die Befehle für World Edit zwischendurch oder so. Auf jeden Fall, ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mich an oder so oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sowas normal sehen wollt oder so, ja. Und ja, kommentiert das Plugin, kommentiert das Tutorial und wir sehen uns im nächsten Video.